Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von The Devil's Face für euch. Und wir starten das neue Spiel. Hinein mit uns. Ihre Entscheidung haben sie dorthin geführt, wo sie jetzt sind. Ja. Hätte so schön haben können. Aber nein. Sitze hier und nimm schlimmes Spiel auf. Und der Ort, den du sehen wirst, oh, ist laut, wenn du stirbst, ist der, den du dir selbst ausgesucht hast. Warnung, dieses Spiel kann einen epileptischen Schock verursachen. Es enthält reale Bilder von Exorzismus, wie bitte religiösen Symbolen und Gewalt, die einige Spieler verstören könnten. Darüber hinaus gibt es das Spiel reale Orte und nicht genug Zeit, diesen Text zu lesen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Spiel um eine Fiktion handelt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Personen, Orten und Situationen sind rein zufällig. Steckt nicht in Realität, bra! Gucken wir mal. Kapitel. Springen, okay. Fokus mit H, alles klar. Ja, krass, krasser Empfang hier. Mein Chor begrüßt mich natürlich immer so, wenn ich mein leichtes Feriendomizil betrete. Eieiei. Das sieht mal geil aus. Wer ist das? Ist das Yggdrasil? Kann ich jetzt... Hey, hey! Was ist... Oh! Oh je, eine Waage. So, mein Herz gegen die Feder. So, wer kriegt sie? Ich... Arsch! Ich hab's geahnt. Alter, ist das laut. Ist das laut, oder? Warte. Kapitel, dunkler Weg. Okay. Das war mal nicht so gut. So, kleinen Moment. Nee, geht nicht. Ich dachte, ich kann... Was ist nun? Wo bin ich? Wer bist du? Wo ist mein Körper? Wo bin ich? Hier beginnt und endet alles. Oh, warte mal. Hier, aber... Hier beginnt und endet alles. Ja, wer bist du? Ich habe viele Namen, aber keiner von ihnen kann meine wahre Form und meinen wahren Zweck beschreiben. Und wo ist mein Körper? Das war einfach der nervigste Typ, der jemals in der Hölle ankam. Du hast deinen Körper im Krankenhaus gelassen. Schließlich brauchst du ihn dort, wo du hingehst, nicht. Ja, wohin bringst du mich denn? Wohin du selbst gehen möchtest. Ja, das ist aber keine Antwort. Keine zufriedenstellende. So, es sieht so ein bisschen aus wie der Tunnel der Liebe. Auf dem Jahrmarkt. Die Kapitel ballern hier durch, Alter. Verleugnung. Wo bin ich? Bist? Ist ja okay. Eine Demo und schon hier die fetten Erfolge hier am Start. Feuerzeug mit F. Wunderbar. Kann ich anmachen? Spiel speichern. Feuerzeug verwenden. So, mal her das Ding und angemacht. So, Feuerzeug zur Ausrüstung hinzugefügt. Alter, das ist aber auch alles auf Hochglanz hier lackiert, der Scheiß. Kein Schlüssel im Bestand. So, achte auf das Feuerzeug. Es geht zur Neige, ne? Folgt mich aber. Wunderschön. Wunderschön. So, wir haben auch... Ah, hier ist der Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann ich die Tür öffnen. Ich glaube, ich muss mit der rechten Maustaste auf die Tür klicken. Na denn. Oh, aber hier ist wirklich mal schön durchgewischt worden. Kann man nicht meckern. Ist, sehr schön. Dachte, catchen wir das nächste Kapitel. So, Buch der Dämonen wurde aktualisiert. Mit Tab. Ja, ist wieder das klassische, na, wie wir es halt kennen aus ganz vielen Spielen. Das Menü.
Als Christus durch das trostlose Ödland streifte, versuchte ihn Satan mit der Verheißung der Dunkelheit. Ja. Und ich bin jetzt Jesus, der durch das tolle Land streift? Ich glaube nicht, ich mach mal Mucke an. Ich erinnere mich, dass mein Bruder immer Kirchenmusik hörte. Vielleicht gibt es noch andere Sender, aus denen ich wählen kann, um... So, mal kicken. Ist Darth M hier am Start oder was? Schon irgendwie geil, wenn man so mit sakralen Gesänden hier begrüßt wird. Ja, schade. So, hier der ultimative Kampf. Gut gegen Böse. In sämtlichen... Hey. In sämtlichen Arten der Darstellung. Okay, so, wir haben's. 7:30. Schön. Schön. Okay. Alter, sieht aber auch alles hier hochpoliert aus, der Scheiß. Hier traut man sich ja nicht lang zu laufen hier. So, ist kein Schlüssel im Bestand. Wo ist denn der Key? Trau mir das Feuerzeug ja nicht anzumachen hier. Ist das hier eine Tür? Hey, was wollt wohnen? Wien, was ist denn los hier? Macht doch hier nicht so einen Stress, Freunde. Das ist ja... Das nicht so gut gelaufen jetzt. Immer noch zu. Ich glaube nicht, dass ich diese Tür öffnen kann, wenn ich mit der Resten Maustaste blablabla und so weiter. So, vielleicht ist hier irgendwo... Aha. Okay, Malerei. Verschiedene Menschen, je nach Glauben, Hintergrund und Perspektive unterschiedliche Bedeutung haben. Alles klar. So, das Feuerzeug bringt ja auch mal einfach mal gar nichts, Alter. So, E-Mail von Engeln. Ich würde jetzt einfach mal probieren, ob wir eventuell hinter irgendeinem Bild den Schlüssel finden. Das ist jetzt mein Plan. Der Kaktus hier. Schön. Und, Kreuz, können wir umdrehen? Nur anders umdrehen. Nicht. Das war nicht gerade. Da ist er. The key to the knee. Ah, schön. Wir können klopfen. Das ist mir auch wichtig. So. Schlüssel benutzt. Tür wurde entsperrt. Sieht aber nicht besser aus hier, Alter. Nein. Ach so. PT-Style. So, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Bilder die ganze Zeit umdrehen muss, dann ist hier aber Polen offen. So, was ist hier? Die Mehl des göttlichen Säuglings. Schön. Was ist das? Die Mehl vom Jesuskind. Alles klar, gehen wir jetzt hier irgendwie erstmal die Thematiken komplett durch. So. Vorher war quasi Juting böse. Jetzt haben wir hier tatsächlich die ganzen Juten-Themen. Seinen Jüngern. So, das hält jetzt vergessen umzudrehen. So, ich hoffe, mein Feuerzeug hält. Gemälde von Engeln. Das ist ja anscheinend das leitende, tragende Motiv. Ich kann sagen, das Leitmotiv. Egal. Satan gegen Gott. Immer noch zu. Vielleicht sollte ich im Buch der Dämonen lesen. Ja. Immer gute Tipps irgendwie. Die unendlichen Echos der Gesänge dringen durch den Schleier der Dunkelheit und stören die Kreaturen, die in seinen schattigen Tiefen lauern. Okay, also wir müssen anscheinend einen fashion Sender finden. Dann machen wir das mal. Der Stuhl hat sich von allein bewegt. Na Mensch, da ist aber Pult offen. Heieiei. So, hier noch ein paar Bovitz-Titte. Ah, Feuerzeugflüssigkeit. Wunderbar. Feuerzeugflüssigkeit, schön. Guten Tag, werter Herr. Ich würde gerne bei Ihnen Feuerzeugflüssigkeit kaufen. Haben Sie dies dort vorrätig?
Das Leben ist wie ein Schalter, der flackert und mit jedem Flackern droht, uns in Dunkelheit zu stürzen. Aber wir haben die Macht, die Lichter brennen zu lassen und den Weg vor uns selbst in die düsteren Momente zu erhellen. Aber wunderbar. Ich hätte es ja nicht besser ausdrücken können. Ja, nee, das, ich denke, die lassen wir lieber an. So, was mich hier schon wieder anpinselt, dass hier wieder das tolle Feuerzeug fast alle ist. Oh, no. Oh, schön. Das war wieder sehr schnell. So, Feuerzeug. Haben wir hier ein paar Kerzen? Nein. Oh je, was ist hier passiert? Oh je. Oh no. Nicht so gut. Können wir das umdrehen? Ah, das christliche Kreuz als Darstellung der Kreuzigung Jesu. Das Heiligenholzkreuz ist ein bekanntes Symbol des Christentums. Ja, genau. Den macht erstmal wieder schön umgedreht wieder ran. Wunderbar, ne? Das läuft ja. So, okay. Was sollen wir denn jetzt darbieten? Was ist denn das? Oh, es wäre Licht. Das ist doch ein Feinet. Ist das jetzt aufgehang? Ja, ist aufgehang. Oh, nee, ist das gut, wenn das aufgeht? Ich weiß jetzt nicht. Sollte ich hier schon durch PTSken? Also letztendlich ist es ja auch wirklich die Definition von Hölle. War immer die gleiche Scheiße wiederholen. Wiederholen, wiederholen. So, Buch der Dämonen hat sich aktualisiert. In der unerbitterlichen Dunkelheit kann ein einziger Lichtblick schwache Hoffnung geben. Aber wirkliche Veränderungen können nur durch die Anwesenheit von zwei Lichtquellen herbeigeführt werden. In den Tiefen der gequälten menschlichen Seele ist es eine absolute Notwendigkeit, auch nur ein wenig an Christus und die Jungfrau Maria zu glauben, damit Hoffnung entstehen kann. So, no front, aber da möchte ich kotzen. Ist also, Mann. Hey! Hab ich nicht so gemeint. Sorry, hab ich nicht so gemeint. Ach so, Tape. Warte mal, ich hab gerade Jesus-Tape gefunden. So, kommt hier hin. Badabem, badabum. Und was war das gerade? Ich war wieder zu schnell. So, können wir uns hinsetzen? Muss ja nicht so ungemütlich werden. Die größte Angst meines Bruders war es, von unheiligen Geistern besessen zu werden. Εξορκίζωσε τον ακέταρτο της βλασφημίας, τον αρχηγόν της αδαρσίας και αυτουργόν της πονηρίας. Du bist halt auch so ein schlägt mir mein Lieblingsvideo an vor zu Hause. Kleines Snuff-Video. Einfach eine Schüssel Popcorn. Geil. So, ist das authentisch jetzt? Der Exorzismus, wie sie am Anfang gesagt haben? Schon. Geht schon ein bisschen unter die Haut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, muss ich mir das weiter angucken? Möchte ich mir das nicht weiter angucken? Das Moloko. Ist schon heftig. Mich da hat mich der Fürst der Finsternis erwischt. Oh Mann. Oh, das war aber, fies gewesen gerade. So, ich erinnere mich, dass mein Bruder beim Beten immer zwei brennende Kerzen auf das Kandelabern hatte. Das. Ich flipp aus. Hätte ich jetzt ja nie gedacht irgendwie, dass man hier zwei Sachen deponieren muss. Und lass mich raten, hier muss noch die Heilige Schrift hin. Und dann läuft das. So, es gibt keine Kerzen im Bestand. Na, dann vielleicht können wir vorne weiter. Oh. Nein. Ich glaube, dass in dem Raum noch mehr ist, was ich tun muss. Oh, Scheiße. Kann ich hier was mitnehmen? Oh, ich muss die Flüssigkeit hier auffüllen. So. Schalt doch mal hin und her. So. Los, Leiterfluid. Verwenden.
Das gute Mokoko. Schön. So, und damit ist Flamme wieder an. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Nee. Findet denn hier eventuell Kerzen? Nee. Die kann ich nicht mitnehmen. Die kann ich nicht machen. Kann ich mit dem Kaktus irgendwas machen? Nee, kann ich auch nicht. Aber den war ich schon überall dran an den Bildern. Oh, hier, guck mal. Kerzkin. Wunderbar. Ja, schön laut die Uhr. So, die packen wir mal hier hin. Jawohl. Kandelaber wurde entsperrt. Unlock das Ding. So, schön, der... Und hier ist die zweite Kerze, sehr gut. Na, los, nimm sie. Dankeschön. Und stellen wir die hier hin. So, Zakikowski. So, hat der Dämonenbuch was zu sagen? Nein, leider nicht. So, können wir jetzt weiter? Ja, wir können weiter. Oh. Ich glaube, ich kann mir das Feuerzeug sparen. Ist schon irgendwie, ist unangenehm. Ist unangenehm. Kann ich nicht anders sagen. Manchmal muss man die Lichter auslöschen und sich mit unerschütterlichem Mut seinen tiefsten Ängsten stellen. Nur in der Dunkelheit werden die erschütterndsten Wahrheiten offenbart. Und nur, wenn man sich ihnen direkt stellt, kann man hoffen, die Dämonen zu besiegen, die im Inneren lauern. Hail Satan, Alter, na bitte. Ach du, oh, dann machen wir mal alle aus. Na los, mach aus. Mach aus! Machst du nicht? Warum nicht? Was war denn das nun wieder, bitte? Was, Alter! So, okay, jetzt sind alle aus. Jetzt sind nicht alle aus. Jetzt sind alle aus. Yay. Ah, Buch hat sich aktualisiert. Wenn man Christus vom Angesicht zu Angesicht begegnet, wird der Schleier der Falschheit gewaltsam zerrissen und die nackte Realität der Existenz wird offengelegt. In diesem Moment der göttlichen Abrechnung werden alle Illusionen zerstört und die Seele wird in ihrer Nacktheit dem unnachgiebigen Licht der Wahrheit ausgesetzt. Ich hab gesagt, wer hier den Sender verstellt, kriegt ein paar auf die Finger! So, mal wieder ein bisschen schöne Musik anmachen. Hier, Inri FM. Was denn? Was ist denn? War hier irgendwas? Was? Oh Gott! Ich hab Schiss! Wir sind ja vor was, aber ich hab vor irgendwie Schiss! Ja, ist natürlich zu, ist klar. Aber wenigstens haben wir überall schön immer neue Feuerzeugflüssigkeit. Das ist gut. Soll ich die jetzt ausmachen? Vielleicht ist es keine gute Idee. Nee. Ist not a good idea. So, warte mal. Lichtschalter ist nicht vorhanden. Na, zurückweisen. Ich weise dich zurück, Lampe. Ja,
Der Boden ist so hochpoliert, dass selbst die Katze durch die Tischplatte dahin reflektiert. Das muss man erstmal bringen. Freunde, das muss man erstmal. Da wird Meister Proper neidisch. Ganz, dann wird er ganz kahl vor Neid. Der Gute. So, okay. So, eine Dattelpalme finden wir auch nichts. Okay, also die Uhrzeit schreitet auch unaufhörlich voran. Ah, jetzt haben wir kurz vor 3:58. Hier ist alles zu. Ist noch mehr für mich zu tun. Ja, aber warum? Wie geht der auf? Muss ich es ohne Feuerzeug machen? Nee. Vielleicht irgendwas am Fernseher. Nichts. Was ist das hier eigentlich? Ist der neu? Stand der davor auch schon da? Nicht. Ja, das, das hat er jetzt voll gebracht hier. Was ist das überhaupt hier? Einfach nur eine Stele? So, hier sehen wir nichts. Können hier irgendetwas machen? Vielleicht muss ich die Kreuze alle drehen oder was? Schauen wir mal. Ja, hängt es aber auch wieder richtig rum hin. Vielleicht muss ich wieder die Kerzen ausmachen, wer weiß. Machen wir mal die Kerzen aus. In der Hoffnung, dass dies kein Fehler ist. Oh. Ach. Ich sag mal so, die Kerzen sind ja schon sehr, sehr plakativ hingestellt. Und vielleicht... Vielleicht sind sie des Rätsels Lösung. Nö. Na schön. So. Auch nicht. Da muss ich sie doch wieder anmachen. Oder muss ich sie in einer bestimmten Reihenfolge an- oder aushaben. Ja, auch mies. Weil tatsächlich sind die Kerzen jetzt das Einzige, mit dem ich jetzt unter das Radio natürlich, mit dem ich hier irgendwie ein bisschen interagieren kann. Hm. Oh! Was war denn? Was ist? Ach Gott, ey. Oh! Mann! Hört doch auf mit sowas. Ist mir egal. Kannst du klopfen, wie du willst. Tür entsperrt. Aber er hat doch gesagt, ich soll da vorne noch an der anderen Tür was machen. Verstehe. This looks really bad. Oh, okay. Ja, jetzt sind wir beim gegnerischen Team irgendwie in die Umkleide gekommen. Ach du Schande. Oh je. Yay. Oh nee, mach mal nicht. Hätte ich das nicht machen sollen? Fehler sind ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Erfahrung. Im Laufe ihres Lebens werden sie zwangsläufig mehrere Fehler machen. Ich nicht. Der entscheidende Aspekt besteht jedoch darin, diese Fehler als Chance zu nutzen, sich zu verbessern und wertvolle Lektionen zu lernen. Anstatt über diese Fehltritte nachzudenken und zuzulassen, dass sie sie zurückhalten, ist es wichtig, ihnen direkt entgegenzutreten, indem sie diese metaphorische rote Tür öffnen. Indem sie sich ihre Fehlern stellen und sie akzeptieren, können sie sich von der Last der Vergangenheit befreien und eine bessere Zukunft entgegengehen. Durch diese Selbstreflexion und Akzeptanz kann man echtes persönliches Wachstum erlangen und sein volles Potenzial entfalten.
Ja, könnte es nicht besser sagen können. So, dann gehen wir mal die rote Tür suchen. Sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. So, ich hoffe nicht, dass das jetzt quasi, dass ich das jetzt immer wieder machen und diesen Weg durchschreiten muss. diesen Gang der Selbstreflexion, um festzustellen, was ich jetzt in dem letzten Raum falsch gemacht habe. Also, das wäre jetzt ziemlich blöd. Würde ich blöd finden, mit anderen Worten. So, ich erwarte auch, dass Glubschi und Sally jetzt hier gleich irgendwo raus schauen. Oder Sally. The Devil's Face. September 23. Ah, okay, alles klar. Wir haben die Demo von The Devil's Face durchgespielt. Full Game scheint September 2023 zu kommen. Also, ich fand's jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt. Leute, wenn ihr es sehen wollt, lasst doch bitte gerne einen Kommentar unter diesem Video da. Schreibt uns, ob ihr das gerne als Full Game bei uns auf dem Kanal sehen wollt oder auch nicht. Und wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Beichte wieder. Und bis dahin, Arm, Schwester und Brüder. Macht's gut. Tschüss.